Samstagabend! Es ist wieder Dr. Jade-Zeit mit Let's Play Lucius. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja jetzt dicke ersten. Was war das? Eine Art Endgegner, ne? War das eine Art Endgegner? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt checken wir mal ab, was hier unser nächster toller Tipp ist. Wir wissen noch nicht mal, wer der Endgegner. Wer der nächste. Das nächste Opfer ist. Schauen wir mal. Wiederhole. Weder Banderole noch Triole. Ach so, stimmt. Ja, jetzt muss er ja den Lehrer, glaube ich, mal ein bisschen. Banderole, Triole. Was für ein Ding? Wo müssen wir denn hin? Jetzt haben wir hier den Lehrer bumsen. Gucken, was der von einem will. Muss ich, glaube ich, den hier richtig? Ja, ich laufe richtig. Dass sie nicht hier so eine direkte Verbindung haben in dem Haus. Ich will aber nicht in die Schule, Mama. Dafür werdet ihr alle sterben. Die Anrufung Satans befiehlt den dunklen Mächten, dem Beschwörer Macht zu verleihen und listet die Höllennamen zur Verwendung in der Anrufung auf. Hallo, Lucius. Ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Hä? Was denn für komische Papiere? Steht doch gar nicht drin, dass ich das soll. Ich lauf da jetzt nicht hier nochmal rüber. Hä? Was ist denn hier die Schule? Hä, Moment, wir sind hier falsch gelaufen, kann das sein? Ja, sind wir. Das hat... Die Leute reden über Geister. Dafür habe ich mich nicht eingeschrieben. Geister, Mama. Ne, Moment. Hä? Ach, da hinten war das, ne? Muss mal klarkommen hier. Hallo. Blöder Chef. Obrigkeiten fand ich noch nie nett. Deswegen werde ich jetzt Geigenmännchen spielen mit ihm. Nein, was machen wir jetzt? Hallo? Wo warst du, Lucius? Ich habe auf dich gewartet. Fangen wir mit dem Unterricht an. Nein! Also, Lucius, zeig mir, welche von diesen drei Karten ist die richtige Antwort. Was? Wie viel ist 1 plus 1 plus 1? 2? Nein, das ist falsch. Versuch's nochmal. Was soll ich denn mit dem James machen? Ich muss wieder Mathe machen. Ich hasse Mathe. Ich sollte meinen Vater um einen freien Tag bitten. Hier. 3. Sehr gut, Lucius. Wie viel ist 1 plus 2 minus 2? Mein Gott, ey. Ja, 1. Sehr gut, Lucius. Wie viel ist 6 minus 4 plus 7 minus 4 plus 5 minus 2, oder? 8? Das ist 2. Ach du Scheiße. Gut. Das nächste Fach ist Biologie. Hast du dein Biologiebuch dabei? Keine Ahnung. Was ist das denn? Das hier? Ist das mein Biobuch? Verdammt. Nee, nicht die Zahnbürste. Das ist kein Biologiebuch. Lass mal sehen, ob ich eins für dich finde. Ja, finde mal eins. Es muss doch irgendwo sein. Kann ich ihm das jetzt über den Kopf ziehen? Ich hier denn sonst noch was machen? Gibt's irgendeinen neuen Tipp? Nee. Tja. Was haben wir denn hier noch? Oh, da oben steht was. Ah. Nein. Verdammt, das habe ich da oben hingelegt. Komm her. Bist du das richtige Buch? Das ist mein Biobuch. Es muss doch irgendwo sein. Am Arsch. Wofür muss ich das denn dann angucken? Was kann ich denn mit dem machen? Aha. Wo kann ich den denn manipulieren? Nimm das Buch. Nicht? Ah.
man dich denn jetzt umbringen am besten? Mit dem Schwamm, mit der Tafel. Es muss doch irgendwo sein. Fragen wir mal den Papi. Ob der irgendwie mir helfen kann. Was ist das da? Das Zeitschriften nur? Ja. Hier ist auch nichts. Irgendwas ist hier. Was den stört. Was machst du nur den ganzen Tag? Such dir selbst eine Beschäftigung. Oh je, der ist aber sauer. Ich bringe auch schon Leute um. Ich habe doch schon genug Beschäftigung. Was will denn das? Hallo, Lucius. Ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Was ist das denn? Die Tür geht gar nicht auf. Okay, dann gehen wir jetzt auf dem Nachttisch irgendwelche komischen Papiere holen. Geht es dir gut, Junge? Das hört mich nicht. Terrence. Ich bin der Terrence. Ich laufe die ganze Zeit hier auf und ab und langweile mich und bin immer noch zu dumm, um herauszufinden, dass Lucius alles umgebracht hat. Selbst schuld. So, Papier. Da. Ah, ein Schlüssel. Bei den Papieren liegt auch ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Schubladenschlüssel. Gut, vielen Dank, James, für den tollen Tipp. Ist hier noch was? Vielleicht kann ich ihn ja erschießen mal. Das wäre mal was Neues. War eigentlich voll unspektakulär. Erstmal gehen wir hier. Lucius, du hast mich erschreckt. Was geht denn mit der ab? Noch bringe ich dich nicht um, Mama. Das kommt noch, Mama. So, wo war er denn nochmal? Hier irgendwo, ne? So. Bitte. Geh und nerv deine Mutter, ja? Was steht da? Wichtige Papiere meines sogenannten Vaters. Danke, Lucius. Da stimmt etwas nicht. Das muss ich überprüfen. Okay, jetzt ist er raus. Hallo, Sir. Ich wollte nur fragen, haben Sie heute für mich irgendetwas Besonderes? Pistolen? Laber, jetzt ist das echte Pistole. Ja, vergessen. Gib mir einen Augenblick, ich muss mir zuerst etwas suchen. Kein Problem, Sir. Jetzt haben wir schon mal Pistolenkugeln. Ah, wie wäre es, wenn wir auch mal. Wieso? Geht das nicht? Hä? Tschüss! Was machst du nur den ganzen Tag? Such dir selbst eine Beschäftigung. Wieso geht denn das immer wieder runter? Wer sieht mich denn hier bitte? Oder ist hier irgendwo Kreuz in der Nähe? Du hässliches Scheißding. Du bist das schuld. Geh auf! Was weiß denn ich, was hier das Passwort ist? Oder die. Ein Schlüssel vielleicht für einen Schrank. Welchen Schrank? Geh und nerv deine Mutter, ja? Ich muss ein paar Dinge herausfinden. Welchen Schrank? Ja, auf jeden Fall Pistolenkugeln schon mal. Ist ja schon mal etwas. Aber da gibt's uns noch keinen neuen Tipp. Da unten haben wir die Pistolenkugeln aufgesammelt. Ja, vielleicht ist das ja wirklich irgendwie in dem Tresor. Ja, ich habe keinen Plan. Wer hört denn da jetzt Schritte laufen? Da habe ich noch keine Ahnung. Wie ich überhaupt daran was stellen kann. Ach du Scheiße. Hä? Ach so. Wie soll ich das hier testen einmal oder was? Ja, sichi. Nee, das gibt es hier nicht.
könnte man denn was herausfinden? Was müsste man den ganzen Tag? Was will der denn eigentlich? Seine Beschäftigung. Boah, sei mal nicht so frech, Vater. Du wirst auch noch sterben. Alle werden sterben. Mr. Quinn wartet auf dich im Studierzimmer. Beeil dich, sonst kommst du zu spät. Was will die denn jetzt? Hau ab, Mama. Aber hier habe ich jetzt immer noch nicht den Schlüssel, es muss doch dem ich hier vorankommen will. Das ist ja das Büro von meinem alten Opa. Ja, das bringt uns hier alles jetzt gerade nichts. Ein Schrank. Welcher Schrank? Gute Frage, gute Frage. Ja. Geh und nerv deine Mutter, ja? Ist hier doch was? Geh und nerv deine Mutter. Ich nerv dich gleich mal. Achso, den Wasserhahn. Ja, den brauchen wir ja nicht. Ja, aber wo könnte denn was verschlossen sein? Ich kann mich da nicht erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass dieser Safe verschlossen ist. Aber das hilft uns ja allen nicht. Obwohl er nicht mehr hier drin ist jetzt, ne? Also vielleicht hilft uns das ja wirklich was. Aber ich wüsste nicht, wo genau das Passwort herkommt. Aber hier steht auch nichts, oder? Also ich übersehe es jetzt auch. Aber ich kann ihn doch bestimmt nicht jetzt hier... Okay, hallo. Wird es dir gut, Junge? Zu stark. Geh und nerv deine Mutter, ja? Zu stark. Ich muss ein paar Dinge herausfinden. Was will ich denn mit Michael? Spring über die Brüstung. Das nützt uns jetzt wahrscheinlich auch herzlich wenig. Vielleicht ist da tatsächlich noch was einfach dort in dem Schlafzimmer. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon wieder längst erkannt und gesehen, was man denn als nächstes machen muss. Die letzten Runden, die letzten drei Morde, die haben echt gut geklappt, ja. Jetzt ist hier gerade wieder der Wurm drin. Was ist er denn? Was soll ich denn damit? Der Pyjama. Kann ich das hier anziehen? Hä? Oder ist das einfach nur so ein Spaß? Nee, ist wahrscheinlich nur Schwachsinn. Hier ist auch nichts verschlossen. Aha, verriegelt. Suchen Sie etwas. Jawohl. Wo kann ich das nicht nehmen? 6/6/1966. Ich fand ein Papierstück mit der Nummer 6/6/1966. Was könnte das nur bedeuten? Ich würde sagen, wir finden gleich etwas Feines, Feines im Tresor. Bin gespannt. Also eigentlich müsste es eine Pistole sein, ne? Vermute ich jetzt einfach mal. Schauen wir mal. Was machst du nur den ganzen Tag? Ja, geh mir auf den Sack. Such dir selbst eine Beschäftigung. Na toll, na jetzt zurück. Rudern. 6/6/19.
Und die 66. Zack! Pistole. So. Was könnte man nur mit einer geladenen Pistole machen? Ich habe eine Pistole im Tresor gefunden, aber sie ist nicht geladen. Wenn mein Lehrer etwas nicht findet, wird er echt frustriert. Das macht seinen Geist schwach. Ah. Die Leute reden über Geister. Jetzt werde ich mir die Pistole nehmen. Nicht hier dem irgendwie geben. Ich wollte den doch noch nicht töten. Lol. Hammer. Oh Mann. Na gut, dafür haben wir jetzt eine Errungenschaft bekommen. Dass wir dann einfach kaltblütig über den Haufen geschossen haben. Oh Mann. Ich wollte den dir doch geben. Dafür hätte ich die irgendwo hinlegen müssen, ne? Ich weiß gar nicht wohin. Scheiße. Na, voll verkackt. Naja, gut. Gut. Oder Cut.